einfach die größte Random-Aktion, jetzt gerade einen Vlog zu starten. Ich muss in 10 Minuten los und ich weiß noch nicht mal, was ich heute großartig alles machen werde. Aber ich dachte mir, Vlogging-Time, ich liebe Vlogs, deswegen let's go. Eigentlicher Grund, warum ich mir dachte, ich muss jetzt zeitnah noch ein YouTube-Video machen. Ihr habt das ja auf YouTube alles übelst miterlebt, also mit meinem Führerschein. Ich meinte so, boah, ja, keine Ahnung. Alter. Ist Kameraführung, what the fuck? Eine Sekunde bitte, ich versuche hier mal hinzustellen. Ah! Okay, wartet, so. Ja, sorry, geht gerade nicht besser. Auf jeden Fall, ich habe euch hier auf YouTube einmal mitgenommen, dass ich das erste Mal Auto gefahren bin. Dann habe ich euch erzählt, ja, Freunde, Führerschein und so weiter. Ich habe mega Angst, dass ich das nicht mehr vor meinem 18. schaffe. Und dann habe ich in einem Video gesagt, ja, ich habe jetzt endlich meine praktischen Fahrstunden, aber noch nicht meine Theorieprüfung. Ladies, oh mein Gott. Ich habe heute vor circa 2-3 Stunden meine Theorieprüfung bestanden. Leute, what the fuck is going on? Bitte schaut euch nochmal diese alten Videos an, wo ich meinte, oh, ich schaffe das niemals. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer, niemals schaffe ich das. Ich habe es heute geschafft und wahrscheinlich kriege ich sogar noch meinen Führerschein vor meinem 18. Also, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, was heute überhaupt abgeht. Also ich dachte mir halt deswegen, weil ich meine Theorieprüfung bestanden habe, müssen wir ein bisschen Party machen, ein bisschen Turn-up mit meinem Bestie. Deswegen gehen wir heute einmal was essen, dann gehen wir Fotos machen und in eine Tierhandlung, weil wir ein Tier kaufen werden. Ich sag noch nicht so viel. Ich muss mich echt ein bisschen beeilen. Und da holt mich dann Mara von der Bushaltestelle ab und dann geht es richtig los. Ganz kurz zeige ich euch noch mein Outfit. Da jetzt mein Kleiderschrank wieder aufgeräumt ist, habe ich hier einmal dieses wunderschöne Top gefunden. Und dazu habe ich jetzt so eine braune Hose angezogen. Und jetzt habe ich euch gerade noch in meiner Instagram-Story gefragt, welche Schuhe ich anziehen soll. Also folgt mir gerne auf Instagram. Da mache ich voll oft sowas. Was soll ich morgen anziehen? Ihr dürft mitentscheiden, bla bla bla. Also in meiner Story haben sich gerade alle für die Skechers entschieden, deswegen let's go. Ich werde hier einmal diese wunderschöne Plüschtasche mitnehmen. Ich muss unbedingt mein Kameraladekabel einpacken, weil die Kamera ist fast dead. Ihr seid fast auf Scherben. Dann of course eine Haarbürste für die Fotos. Ne, haben wir immer dabei. FFP2-Maske für den Bus. Mein wunderschöner Geldbeutel. We love it, so cute, weil ich will die Mara-Maus heute zum Essen einladen. Einfach die Gönnerin heute mal. Außerdem meine analoge Kamera, dass ich hier ein paar Pics taken kann mit der Maus. Deo, woo! Weil ich mir dachte, heute laufen wir mal nicht rum, als hätten wir einfach kompletten Hochsommer. Also dann natürlich schon drinnen und Fotos machen und so. Aber für den Bus und auf dem Weg ist nur Jacke ein bisschen kalt, deswegen werde ich hier noch diesen süßen Pullover rocken. Sweet! So, Besties, I am on the way. Es ist etwas windig, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich glaube, der Orkan ist hier gerade am wüten. Boah, hört ihr mich? Anyways, ich hoffe, ich bin nicht alleine in meinem Bus, weil... Ich will es gleich um. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige im Bus, weil das ist low-key scary, wenn einfach niemand im Bus ist, außer du und der Busfahrer und du denkst so, entführt er mich gleich, oder? Ich habe meine AirPods vergessen. Junge, nein. Ich nehme das mit dem, ich will auf keinen Fall alleine sein zurück, weil ich wäre gerade einfach froh, wenn überhaupt ein Bus kommen würde, weil es sieht schon wieder ein bisschen schlechter aus. Manchmal kommen halt Busse auch einfach nicht, weil ich lebe im großen Kaff, da kommt halt manchmal noch nichts. Aber... ja, wir hoffen mal das Beste, ne? Ich will ja nichts sagen, aber der komplette Bus ist halt einfach mal wieder leer. Aber ich habe mich hier hinten hingegammelt, also es wird auf jeden Fall eine ganz angenehme Fahrt. Hallo! Ich habe mir Angst. So, ich habe Mara nichts davon erzählt, dass ich heute ein YouTube-Video drehe. Ich habe es in deiner Insta-Story gesehen. Ich dachte so, das ist die Surprise. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zuerst Fotos machen oder erst? Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir für ein Tier kaufen. Aber was wollen wir zuerst machen? Mir ist eigentlich egal. Lass erst ein Tier kaufen gehen. Also erst in die Tierabteilung, okay. Tierhandlung. Okay, let's go! Woo! Freunde! Das schon. Das ich habe gerade das erste Mal so eine Vlogging-Kamera in der Hand. Ich muss mich hier kurz orientieren, ne? Hinstellen. Warte, ich versuche mal, ob ich es hinstellen kann. Boah, wie krass wäre das? Ah, warte. Da werden solche fetten Auto-Videos gemacht. Ich schwöre. Mara fängt auch bald mit YouTube an. Wir werden solche dicken Vlogs zusammen drehen. Machen wir ja schon, aber... Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe mich vergessen anzuschnallen. Ich habe es gerade gemerkt, aber bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen... Vorbildfunktion! Schnallt sich sonst immer an. I swear, das war ein Versehen. Also, wir sind jetzt hier gerade bei Fressnapf und jetzt dachte ich mir, kann ich es auch langsam mal droppen, was wir kaufen. Und zwar hatte Mara einen Hamster und der ist leider gestorben. Und deswegen kaufen wir jetzt einen neuen für sie, weil hier gibt es auch voll Sweete. Gott, ich liebe Tierhandlungen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt hier einen Hamster sehe, dass ich mir auch einen mitnehmen will. Deswegen, Mara, bitte halte mich davon ab, ich will mir keinen Hamster kaufen. Ich glaube, wir haben sogar zwei. Na, jetzt hör auf, Mara. Ich brauche keinen Hamster. Oh mein Gott, Fische. Jetzt gerate ich gerade auch noch in Versuchen, mir Fische zu kaufen. Mara, was passiert hier? Hilfe! Mara hat seit neuestem auch ein Aquarium. Die habt ihr? So eine. Boah, die sind ja übel schön. Oh mein Gott. Hallo, Baby. Hallihallo. Komm offensichtlich langsam in die Nagerabteilung. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Baby Girls. Oh mein Gott, hab keine Angst. Mama, ich kaufe uns jetzt Fische, einen Hamster und Hasen, okay? Mara, wo ist deiner? Welchen willst du? Welchen soll ich dir kaufen, meine Maus? Sugar Mami. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen nach Hamsterzeug, was Mara alles kaufen will. Und dann suchen wir uns einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, damit die den Hamster rausholt, dass wir den mal anschauen können, weil der schläft gerade noch. Hier gibt's richtig viel. Was möchtest du denn? Also ich habe viel zu Hause. Ja? Aber ein bisschen was brauche ich noch. Okay. Irgendein Haus, wir brauchen ein Haus. Ein Häuschen, oh. Nee, das sieht aus wie so ein Hexenhaus, ist geil. Eine Eisenbahn, Mara, guck mal. Jo, was will der da drin? Ein Eisenbähnchen. Einmal durchlaufen. Mara hat sich für dieses wunderschöne Häuschen entschieden. Ist auch fleißig am TikToks drehen hier, Mara. Wow. Also jetzt wecken wir den Hamster gleich auf. Also hier ist der Hamster drin. Ich will ja nicht sagen, aber es sieht einfach aus wie eine Maccas-Tüte ein bisschen. Das ist einfach das Fressnapf-Mehl. Er bewegt sich die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, der springt einfach gleich aus der Packung raus. I'm afraid. Also, hier ist der Bruder. Mara, bist du glücklich? Ja. Der ist so süß. Der ist richtig süß. Ich zeige ihn euch dann nochmal. Und seit wann kann man sich eigentlich in einer Tierhandlung Eis kaufen? Ich habe gerade Tick was. Oh Gott, der bewegt sich. Ja, Tick bewegt er sich. Zum Glück, aber soll ich zum Glauben. Fahren wir nach Hause, dann richten wir das alles nochmal neu ein und dann zeigen wir ihn euch. Ich bin gerade bei Mara angekommen und ich bin das erste Mal in ihrem Zimmer, seitdem die das umgestellt hat. Und das ist so wunderschön. Ich schwöre es euch, Mara hat so Stil. Sieht so hart aus, I swear. Ich liebe ihr Zimmer. Wo ist der Bree? Wollen wir den hin? Da. Die haben den einfach in so eine kleine Box getan. Maus! Oh, hallo! Hallo! Der ist ja übel schnell. Also der Bruder hat sich gerade in Maras wunderschönen Hamster-Village eingelebt. Wir hatten eine ganz kranke Verfolgungsjagd gerade mit dem. Er durch das komplette Zimmer gerannt. Das war ganz verrückt. Hallöchen! So, ich habe ja schon gesagt, dass Mara und ich da noch was essen gehen wollen. Deswegen rufe ich mal ganz kurz an, den Tisch für uns reservieren. Heute geht es nämlich Sushi essen, ganz elegant. Ich würde gerne einen Tisch für zwei Personen reservieren. Haben Sie heute Abend noch was frei? Tut mir leid, kann ich leider nichts mehr reservieren. Gar nichts mehr? Okay, danke schön. Okay. Tschüss. So, ich habe jetzt gerade in einem anderen Restaurant angerufen. Die haben zum Glück Bock auf uns, deswegen haben wir da jetzt einen Platz bekommen. Und was mir gerade eingefallen ist, wir brauchen ganz dringend einen Namen für deinen Hamster, Mara. Was schwebt dir vor, Madame? Auf was hast du Lust? Darf ich mal meinen Namenswunsch äußern? Ich bin seit ein paar Wochen stuck auf dem Namen Tinkerbell. Wenn ich jetzt nochmal ein Haus hätte, ich würde es Tinkerbell nennen. Was hältst du davon? Bruder, das ist alles andere als Tinkerbell. Die ist die größte Zicke, da hast du recht. Aber ich finde Tinkerbell ist voll sweet, findest du, ne? Wie wär's mit... Wir suchen jetzt Stadtnamen für den Hamster. Alabama! So, google halt mal Städte. Ja, Chicago finde ich geil, Paris finde ich cool, Berlin finde ich klingt auch cool. Chicago ist schon schön. Key West. Kanye West! Warte. Google doch einfach mal. Baddie. Wie? Baddie. Die ist ein richtiges Baddie. Ich schwöre, die ist ein Baddie. Baddie. Ich nenne die jetzt Baddie. Frankfurt. Frankfurt. Arizona. Mach Arizona. Philadelphia ist auch cool. Philly. Miami. Phoenix ist cool. Philly. Detroit. Seattle. Atlanta. Detroit. Detroit ist, ich finde, es ist übelst krank am Schütten hier. Wir haben den Hamster jetzt eingerichtet, er fühlt sich ganz wohl. Und jetzt kommen wir zum wunderschönen Teil des Tages. Was machen wir jetzt? Sushi essen. Ja, ich hab's eh schon gesagt. Wir gehen jetzt Sushi essen. Dafür müssen wir fahren und da übelst der Wind ist. Ich habe heute meine Theorieprüfung bestanden. Ich weiß, dass wir jetzt ganz gut beim Fahren aufpassen müssen. Wir hatten gerade gefühlt die schlimmste Fahrt unseres Lebens hinter uns. Das waren so kranke Witterungsverhältnisse. Also wirklich ist er komplett am Schütten und wir dachten, das war's gleich. Dann kam noch ein Krankenwagen. Ja, wir mussten Rettungsgasse machen, alles. Ging gerade richtig los. Mitgefilmt habe ich gerade im Restaurant leider gar nichts, außer die folgenden Aufnahmen. Jetzt haben wir uns dann noch vorgenommen, dass wir Fotos machen gehen, auch wenn ich jetzt komplett voll gefressen bin und mein Make-up nicht mehr wirklich vorhanden ist, geht's jetzt los. Also so der Stil hier wird heute unsere Fotolocation, also einfach gammelige. Verpisste Parkhäuser. Spaß, das ist die Ästhetik, die wir brauchen. Boah, das sieht richtig nice aus. Nämlich hier, Mara, das ist ein Brett. Hier machen wir einmal. Genau das hinter mir ist der Vibe, genau sowas habe ich gesucht. Mara, jetzt geht's los, ich stelle euch ab, wieder für Zuschauer. Ich bin die Kamerafrau. Ja, sie will heute keine Fotos machen. Ich schwöre es euch, Freunde, ich sollte keine YouTuberin werden. Ich habe mich gerade voll gelabert. Ja, und ich stelle euch dann hin, dann seht ihr, wie ich Fotos mache. Ich habe es natürlich vergessen. Nicht, dass meine Kamera fällt. Ich habe es natürlich vergessen, euch hinzustellen. Und ich hatte noch ein bisschen Angst, dass ich meine Kamera einfach vergessen würde. Aber die Fotos sind jetzt gerade, wenn ihr dieses Video seht, sind die safe schon auf Instagram online oder kommen heute Abend. Hier ein kleiner Sneak Peek.
Haha, das hätte gefallen. auf jeden Fall, ich würde fast sagen, das war es jetzt tatsächlich mit meinem Vlog. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang der ist, wie das Ganze werden wird. Aber wir haben einen Hamster gekauft, wir waren Sushi essen, wir haben Fotos gemacht und es war einfach ein toller, angenehmer, produktiver Tag mit meinem Bestie. Ich wurde gerade angehobt. Das war's. Ich hoffe, euch gefallen meine Vlogs. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, schaut bei Maras YouTube-Kanal vorbei. Irgendwann werde ich anfangen. Yeah. Love you.